Okay. Der Tod kommt von oben. Wenn wir das haben, dann haben wir das erste Sonnensystem fertig. Speichern. In meinen Visionen habe ich den ultimativen Horror gesehen, den Todesengel. Er ist eine nicht aufzuhaltende Macht und wird alles zerstören, was sich ihm in den Weg stellt. Wenn der Gegner, die Kine, den Todesengel vor uns erreichen sollten, dann ist unser Schicksal endgültig besiegelt. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber wir haben also quasi ein besonderes Ziel jetzt hier. Wir müssen den Todesengel erreichen, um das Level zu schaffen. Dafür haben wir 15 Minuten. Ansonsten holt der Gegner den Engel. Ist aber an sich ganz einfach hier. Wir haben hier sogar schon ein kleines Dorf hier von unseren Vorfahren. Gegner ist natürlich deutlich überlegen erstmal, aber egal. So, erstmal holen wir uns hier das Bekehren. Wir können es gebrauchen. Und dann beten wir das Ding hier an. Hier brauchen wir eigentlich 6 Leute dafür. Wir haben aber bloß 5. Ja, dadurch dauert es natürlich ein bisschen länger. Das soll uns vermutlich ein bisschen nervös machen wegen der Zeit hier, aber gut. Ist kein Ding, wirklich nicht. Wie gesagt, wenn man weiß, wie es geht, ist es wirklich kein Problem hier. Mich würden eher die Kampagnen interessieren der Modder. Was die da haben hier. Leider kann ich sie nicht spielen, weil der Launcher nicht richtig funktioniert. Beziehungsweise weil das Spiel nicht starten will. Weiß der Geier warum hier. Aber bei mir geht's nicht. Kann froh sein, dass das hier überhaupt einigermaßen geht hier, aber wie es halt läuft, das ist halt wirklich so. Wenn man nach jedem Level das Spiel neu starten muss, ist es schon frustrierend irgendwie. Vor allem, weil ich natürlich alles zusammenschneiden muss für YouTube und jedes Level dann ein Riesenaufwand ist. Naja. Wenigstens macht Spaß. Wenn die Schamanin hier schlau wäre, würde sie jetzt sofort hier hingehen und würde das Ding hier holen. Aber nein, sie ist ja, sie wartet ja lieber. Das Ding hier braucht wirklich ewig. Bloß um hier einen Weg zu machen hier. Theoretisch müsste man noch nicht mal zwingend den Engel haben. Es reicht auch hier das Dorf einfach zu zerstören natürlich, aber es mit den Engeln geht natürlich einfacher. Spart uns auch jede Menge Arbeit hier. Ich darf die bloß halt nicht anbeten dann, wenn die Zeit abgelaufen ist. So, lala. Dann geht mal zu den Kopf hier. Ich hole mir hingegen. Ja, ich mache mir jetzt hier den Weg nach oben frei. Was ich natürlich nicht brauche, aber ich tue sowieso immer alles anbeten, was es gibt im Level. Wegzauber. Und mit dem Wegzauber gehen wir jetzt hier hin und machen uns einen Weg hier zu dieser kleinen Insel mit dem Dings hier. Und da sind auch gleich ein Haufen Wilderer. Womit ich gleich mal ein bisschen hier das Ding überhaupt einsetzen kann. Warte mal. Ich gehe mal hier rein. Dann kann ich doch hier. Ja.
Food Pie. So. Bleibt alle bei mir. Niemand geht weg. So, hier haben wir Schamanen, die Vorfahren haben dir ein Boot geschenkt. Das ist aber nett. Boote sind schon cool, damit kann ich gut übers Wasser fahren. Hey, nicht rausgehen. Drinnen bleiben, ja. Mehr als 5 Leute passen leider nicht rein, aber ich kann damit hier schon mal ein bisschen hier ein bisschen angreifen, wenn ich will. Natürlich absolute Verschwendung, aber meine Freunde werden jetzt sowieso gleich sterben hier. Also meine Anhänger. Nochmal speichern, vorsichtshalber hier. Ich würde sie ja gerne hier versammeln. Die sollen ja eigentlich nicht sterben. Die sollen... Nein, 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 nein. Gut. Ich kann euch fast... Ja, die sind Geschichte. Ah, die haben den ins Wasser geschossen, aber es bringt nichts. Ein Schwertkämpfer wird mit 4 normalen Leuten auf jeden Fall fertig. Man könnte jetzt sagen, ich sollte vielleicht meine Leute mal ausbilden hier, aber... Na gut. Noch ein weiterer Versuch. Ich führe meine Leute wissentlich in den Tod. Aber das mit dem Boot ist eigentlich die einfachste Art, hier ranzukommen. Von dem Punkt aus. Aber leider werden natürlich meine Freunde jedes Mal gesehen. Ah. Okay, okay. Okay, da hat sich einer selbst umgebracht. Ja, das ist jedes Mal, wenn die Arme in die Luft heben, dann sterben die langsam, weil die irgendwie versuchen, an einen Punkt zu kommen, an dem sie eigentlich nicht hinkommen. Wie zum Beispiel hier. So, okay, ja gut, dann greifen wir an und machen unseren finalen Schlag. Ihr räumt mir den Weg frei und ich darf natürlich nicht sterben. Ich könnte mit dem Wegzauber hier rüber den Weg ein bisschen formen. Ja, beschützt mich, warte, warte. So, ja. Wir haben es geschafft. Das war schon. Eieiei, da haben sie aber nicht gut aufgepasst. Jetzt gehört der Engel mir. Er teilt sich sogar noch. Okay. Alter, die sammeln sich da hinten überall. Was machen die da nicht? Die haben mich getötet, das habe ich ja noch nie erlebt.
Die Germanin ist tot. Vorausgesetzt, sie haben noch einige Anhänger, wird sie in der Reinkarnationsarena wiedergeboren werden. Jo. Okay, aber das bringt's. Es dauert zu lange, bis deine Zauber aufgeladen sind. Ja, ja. Das ist, wenn man zu wenig Mana hat, dann soll man hier rechtsklickt die Zauber lieber deaktivieren. So, aber den Engel kann man ja nicht so einfach besiegen und die macht jetzt den Gegner platt und dann, ja. War's das. Damit haben wir es geschafft. Kann gleich das Level beenden, brauche auch gar nicht mehr zusehen, bis die hier alles platt machen. Ja, das war's.